Hey Leute, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt, hier zu zum ersten Part von Teamvorstellungen in Klammern bewerten von euch hier in Inazuma 11. Diesmal Inazuma 11 3, Kettenblitz Explosion. Und ich erkläre ganz kurz, was das hier genau ist. Ihr habt euch das ja quasi gewünscht, dass ich hier eure Team bewerte, aber ich sehe es nicht als bewerten, denn ich stelle nur den Leuten da draußen die Teams vor, die ihr so erstellt habt, um Inspiration zu bekommen, welche Spieler man holen könnte. Und ich gehe nur ein bisschen drauf ein, ob ich die Spieler gut finde oder nicht. Ich kann ja nur ein grobes Resümee geben. Ja, finde ich okay, finde ich nicht gut oder etc. Also ich werde keine richtige krasse Tiefenanalyse machen mit jedem Stats und vergleichen und denn man kann ja auch noch Techniken beibringen und man kann ja auch noch etwas umgestalten. Da ist jeder eigen. Nur mal so dazu. Das heißt, ihr könnt mir Teams per Discord zuschicken lassen, wie das geht. Ihr müsst einfach nur ein Handy nehmen. Ihr solltet eigentlich ein Smartphone mittlerweile haben, alle, hoffe ich. Ein Screenshot schicken, wo ihr quasi die Mannschaftsaufstellung mir schickt. Bei 11 vs. 11. Und halt bei der Spielerliste einmal die Spielerliste zeigen, wo die 16 Namen auftauchen. Den Rest suche ich. Mein Gott, was war das denn jetzt? Den Rest werde ich mir dann raussuchen. Und heute ist zwar der 1. April, aber es ist wirklich kein April-Scherz. Ich wollte es Anfang eines Monats bringen, denn ich möchte das Projekt hier oder das Format alle 2 Wochen bringen, weil dann habe ich genug Zeit, um alles zu bearbeiten. Ihr werdet gleich nochmal sehen, dass da doch ein bisschen mehr Arbeit hintersteckt als nur das Bild hier. Und der Anfang macht Gaxra. So sieht das Ganze aus. Ich werde auch die Namen von euch aus dem Discord nehmen, falls ihr natürlich auch dementsprechend ein Teamname drin habt, sollt ihr am besten mir den auch schreiben, dann werde ich ihn auch dazu schreiben. Der gute Gaxra hat mir sein Team geholt, was laber ich da, sein Team geschickt, so. Und das gucken wir jetzt mal genau an. Wir fangen natürlich vom Tor, Mittelfeld, Torverteidiger von hinten nach vorne an. Und ich versuche auch eure Aufstellung, die abgebildet ist, natürlich nachzubauen, wenn ihr nicht die Standard benutzt. Dann gibt ihr mehrere. Gut, fangen wir mal an. Im Tor haben wir George. In der Verteidigung haben wir Claire, Diamante, Belal und Island. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich glaube Island. Dann im Mittelfeld haben wir Stonewall, Isa, Bellatrix und Binder. Und im Sturm haben wir Gazelle und Xavier. Dann kommen wir noch zur Ersatzbank. Da haben wir noch Metron, Shadow, Smeraldo, Granato und Server. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass er, wenn ich das richtig sehe, einige von der Alice Academy Spieler, zum Beispiel Claire, Isa, Bellatrix, Xavier und Gazelle, 3 sogar von Diamond Dust, 2 von Genesis. Binder ist tatsächlich einer der Kartenspieler. Bela gehört zur Unterweltarmee Z, das sieht man ja auch schon in den Dämonen. Diamante, Smeralde und Granato gehören zu Team D an. Ach so, und ich habe mir noch Metron vergessen, der gehört ja auch noch zu Alias. Und er ist der einzige aus Epsilon. Dann haben wir aus dem Standard-Team tatsächlich nur Stonewall. Aus Inazuma Japan. Das heißt, Server und George sind random. Also die kannte ich tatsächlich nicht. Also Server kenne ich von Namen her.
Aber das sind halt random Spieler. Und ja, Island, Island ist tatsächlich der junge Inazuma Legendary. Also der aus, von den alten. Die Jung-Variante. Ja. Und natürlich Shadow, der Einzelspieler eigentlich in sich, der dann später bei den Kartenspielern mitspielt. Ist ja mein Lieblingsspieler, also wenn man jetzt bewerten würde, würde er klar gewinnen. Hallo, er hat Shadow im Team. Nein, Quatsch. Ja, sehr ausgeglichen, auch Frauen dabei. Da sind 4 Frauen dabei, der Rest sind dann männlich, ja. Weil Belal, obwohl, nee, Belal ist gar nicht Frau. Stimmt, das war ja der Fake daran. Belal ist ja tatsächlich ein Mann oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er auch Frauen dabei. Ja, die typischen Spieler sind auf jeden Fall auch dabei. Gazelle, Xavier, Stonewall und Bellatrix, das sind schon recht gute Spieler. Xavier wird sehr oft häufig genommen. Ja. Ihr habt mir auch ja auch dann in Part 0 ja vorgeschlagen, dass ich hier irgendwie auch sowas wie die kleine 2-1, 2, wenn es eine andere Form gibt, denn Xavier gibt es ja nochmal als Xene selbst. Und Shadow hat ja auch noch die Dark Emperors Version. Ja. Die ist aber diesmal nicht vorhanden. Das ist der normale Shadow und normale Xavier aus Inazuma Japan. Ja, okay. Xavier ist. Ja, okay. Wäre Inazuma Japan. Aber von dem Dingens. Von dem Japan-Team sind 2 dabei. Also 2 Standard, die man nicht scouten muss. Ja. Beim Metron ich habe die ganzen Verteidiger-Stürmer-Sachen tatsächlich aus der Wiki genommen. Und bei Metron steht tatsächlich, dass der Stürmer und Mittelfeld ist. Aber ich meine, im Spiel ist er, glaube ich, als Mittelfeld bezeichnet, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber gut, damit haben wir schon mal die Aufstellung. Er spielt eine, ja, 4-4-2-Aufstellung. Das ist, meine ich, die normale Standardversion. Und ich werde jetzt auch nicht zu jedem einzelnen Spieler was sagen. Also, es sind gute Spieler wahrscheinlich. Ich kenne viele natürlich auch nicht. Ich kenne die Eigenschaften von Binder nicht, Eiser, von Granatus, Maraldo und so und Clear. Also, die habe ich halt alle. Ich kann nicht alle Spieler kennen. Also ich weiß nur, dass Gazelle oft genommen wird, weil er halt strong ist. Stonewall ist strong. Bellatrix ist einfach nur heiß. So, deswegen würde ich nehmen. Nein, ich liebe auch Space Penguin. Das sind so meine Argumente. Jeder hat da eigene Sichtweise, wie er Teams aufbaut. Und aber jetzt kommen wir zur Analyse. Und dort werden wir dann was lernen diese Spieler an sich? Und da kann ich mir noch ein bisschen besseres Bild geben, weil durch die Techniken kann ich sagen, okay, der könnte vielleicht doch gut sein und oder auch nicht. Fangen wir erstmal mit den ersten 4 Spielern an. Da haben wir natürlich George, der von Element Wind ist und der nutzt auch alles Winds-Element-Techniken. Tortaucher, Sturmwind, Wirbelwind und Nordlichtsperre. Ganz ehrlich, wo ich diese Technik gelesen habe, nee, also die Techniken sind nicht wirklich allzu gut. Die beste Technik von den 4 ist tatsächlich die Nordlichtsperre. Also dem müsste man auf jeden Fall was anderes beibringen, damit der stärker. Ich kenne die ganzen Stats nicht. Ich werde auch nicht eine Tiefenanalyse machen, denn ich gehe nur grob durch und sage, ja, das ist gut, das ist geil. Er hat immerhin Stab. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Was bedeutet Stab? Stab ist wie bei Pokémon. Wenn man ein Windelement-Technik benutzt, ist es dann stärker. In dem Fall hat er nur Stab-Attacken. Und da sehen wir auch schon, dass bei Clear ebenfalls interessante Techniken dabei sind. Sie hat Eisgrätsche, Eisige Faust, Spareffekt und Himmelshand. Sie hat 2 Torwart-Technik und nur eine Verteidigungstechnik. Daher frage ich mich, warum Clear
tatsächlich eher Verteidiger ist. Also ich persönlich würde natürlich noch eine Technik beibringen. Zur Not kann man sie auch im Tor stellen. Denn Eisige Faust ist ja von Beluga, glaube ich, aus Dumb and Dust. Die Technik ist nicht stark. Und kann man bestimmt nehmen. Und mit Spareffekt ist es gar nicht so verkehrt. Himmelshand X ist auch nochmal eine starke eine Feuertechnik. Aber ist natürlich dann... vielleicht sind sie dann gleich auf von der Stärke her. Also sind interessante Techniken, aber zwei Techniken als Verteidiger finde ich schon sehr, 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 sehr komisch. Aber okay. Gut, der nächste Kandidat, der nächste Verteidiger, Diamante, hat Defensivstreich, Ballernte, Schattenattacke und Doppelvortex. Alles Step-Attacken nicht, denn er ist ein Feuernutzer und benutzt Waldtechniken. Was soll man dazu sagen? Er hat nicht mal eine einzige Feuertechnik dabei. Er hat starke Techniken dabei. Der Sichtstreich gefällt mir persönlich nicht, weil das halt eine Faultechnik sein kann. Ballernte sehr stark, Schattenattacke, ja, es geht. Ist so ein Klassiker aus Teil 1. Und Doppelvortex ist ja eine neu hinzugefügte in EA 3 und die ist schon sehr strong als Dribbling. Kostet auch natürlich auch dementsprechend sehr viel. Kommen wir zum nächsten Kandidat. Ich will das ein bisschen schneller machen. Ich kenne auch nicht jede einzelne Technik. So, Belal hat Erdreich, Dunkle Materie, Defensiv Plus und Schwerkraftblock. Schwerkraftblock ist eine typische Alice-Attacke. Die kennt man schon aus Teil 2. Sehr strong. Dunkle Materie. Ich vermute mal, ist es eine sehr starke Technik. Dass ein Verteidiger einen Schuss kann, ja, okay. Und Erdreich wird wahrscheinlich auch sehr stark sein. Was mich aber sehr verwundert ist, dass Erdreich keine Erdattacke ist, sondern eine Waldattacke. Ich habe wirklich extra gegoogelt, beziehungsweise in der Wiki nachgeschaut. Daher nehme ich nur die Sachen aus der Wiki. Das kann sein, wenn hier irgendwo ein Fehler drin ist, dann ist es Schuld von dem Wiki-Inhaber. Das ist sehr verwunderlich, dass, wenn schon der Name Erd drin ist, dass es keine Erdetechnik ist. Aber somit hat RCS, ich bin mir echt unsicher, was es ist, was Belal ist. Ich denke mal, eine gute Schusstechnik. Schon mal ist leider nicht Stab, nur Schwerkraftblock ist Stab, weil er ist ein Windspieler. Kann man trotzdem nehmen. Defensiv Plus ist auf jeden Fall sehr gut, um Schwerkraftblock gut zu pushen und Erdreich etwas auch zu pushen. Gut, kommen wir zum nächsten. Da haben wir Island Islands mit hübscher Bengel, kann ich nicht verstehen wirklich. Zyklon, Doppelwirbel und Doppelfeuer, extrem gute Techniken. Zyklon ist quasi die Abschwächung von Doppelwirbel, glaube ich, weil Doppelwirbel ist ein doppelter Zyklon. Wenn ich nach den Animationen ausgehe, wenn ich mich nicht ganz, ganz falsch erinnere, dann müsste das so sein. Ja, Doppelfeuer auch sehr geil. Jetzt hat nur ein Zyklon halt nur mit Feuer. Auch richtig cool. Ja, hat halt nur eine Stab-Attacke und zwar Doppelfeuer, obwohl wieder Doppelfeuer wieder steht. Das ist, denkt man, ist eine Feuertechnik. Ist es irgendwie auch eine Waldtechnik, warum auch immer. Hübscher Bengel. Hilft nur gegen Frauen, aber da die meisten Spieler männlich sind, macht diese Fähigkeit weniger Sinn. Dafür bei Heißer Feger ist natürlich dann besser, weil sie dann stärker gegen männliche Charaktere ist. So, aber wir kommen erstmal zu Stonewall. Er hat Kaiserpinguin 3, Doppelvortex, Durchbrecher 2 und Defensivstreich. Und da haben wir von Stonewall die Signature-Move. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall das, was er in der Story gelernt hat mit Charp, nämlich Doppelvortex. Wie gesagt, ist schon eine sehr krasse Attacke. Kaiserpinguin 3 haben sie auch dann hinterher gelernt. Auch ziemlich krass drauf. Durchbrecher
2. Gefällt mir persönlich nicht. Ist auch die einzige Stab-Attacke, die er hat in Dribbling und Defensivstreich. Sind beide halt Techniken, die ja mehr fault, aber hängt ja auch damit davon ab, dass Stonewall halt ein sehr, sehr, sehr aggressiver Spieler auch werden kann. Das haben wir ja auch in der Redux-Vision gesehen und in Teil 3 ist er auch nicht so ganz zahm geworden, muss man dazu sagen. Aber da durchaus ist er auch ein sehr starker Spieler, Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Mittelfeld. Eiser hier. Mit Asurin-Gürtel, Frostball, Heißer Feger und Fenriswolf. Fenriswolf ist awesome. Also, ich liebe Fenriswolf. Ich hätte Fenriswolf eher zu Wind tendiert, aber Fenriswolf ist komischerweise Wald. Oder Holz in dem Fall. Wald ist Holz. Also, ne. Aber ich meine, es ist, ist eine Waldtechnik. Es ist, Frostball ist ebenfalls eine Waldtechnik, wo ich dachte auch, das ist eine Windtechnik. Ich habe es auch erst als Wind gemeldet, bevor ich, dann habe ich es gewohnt und denke mir so, what the fuck, was ist hier los? Asteroidengürtel hätte ich eher mehr zur Erde tendiert. Asteroiden sind mehr so Erddinger aus dem Weltall. Aber okay, somit hat sie halt keine Step-Attacke. Sie hat nicht mal eine einzige Dribblingsattacke. Also würde ich sie eher in den Sturm setzen, weil sie mehr Schussattacken hat als Mittelfeld. Naja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, jetzt kommen wir zur Schönheit Bellatrix. Und sie hat Astroknaller, Torero-Finte, Flipperkicker und Saltoknaller X. Sie hat tatsächlich die Schusstechnik von Helio tatsächlich. Saltoknaller X, wow. Ich finde natürlich Bellatrix in Teil 2 besser, weil sie dort nämlich Space Pinguin hat. Hier hat sie keine Space Pinguin mehr, weil das haben sie wohl rausgenommen. Dafür haben sie Astroknaller. Ja, warum auch immer. Ja, hat auch keine Stab-Attacke. Terrorfinte ist stark, Flipperkicker ist auch wirklich stark als Erdfähigkeit. Das hat ja Rubingo eingesetzt und da wissen wir ja, das kann schon sehr strong werden. Also mehr sonst, ja, auch Saltoknaller ist auch eine starke Technik. Aber halt echt schade, was sie aus Bellatrix gemacht haben, finde ich. Keine Stab. Aber was soll man machen? Man kann hier immer noch irgendwas geben, was gut ist. Ah, okay. Dann kommen wir nämlich zum nächsten. Und zwar zu Binder. Binder ist ja der, ein Kartenschussmeister, wie es auch sieht. Einer der Kartenspieler. Und er hat halt den Kartenschuss. Davon gibt es auch noch andere Techniken. Flammentänzer, Photon-Dribbling und Sprengmeister. Hat zumindest eine Step-Attacke mit Flammentänzer. Eine wirklich für mich starke Technik. Ich glaube, von den Wert her ist sie nicht so strong. Weil die, glaube ich, aus Maritimes, glaube ich, kam. Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich finde, die hat bisher immer ihren Job getan, wo ich sie hatte. Da finde ich die wirklich stark. Phantom-Dribbling, ja, ist auch eine starke Technik. Und Sprengmeister, ja, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Mal so, mal so. Kartenschuss, kenne ich mich auch zu wenig aus. Wieso die ganzen Kartenattacken, was für eine Stärke die haben. Aber ist mal ein exklusiver Schuss, den nur Kartenspieler lernen können. Und da macht das auch schon wieder was Besonderes, weil das kann kein anderer lernen, soviel ich weiß. Oder wie gesagt, es kann vielleicht doch ein Random. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein exklusiver Schuss, den man nicht auch als Anleitung bekommt. Kommen wir zu Gazelle. Er hat Nordlichter, Wasserring, feuriger Eiswind und Element Plus. So,
Nordlichter, ich finde die Animation richtig geil von ihm. Ich finde Gazelle auch geiler als Torch, muss man dazu sagen. Wasserring, ja, ist eine sehr stronge Dribblingstechnik. Feurigerer Eiswind gibt es in zwei Variationen, einmal in Feuer und einmal in Wind. Es kommt, glaube ich, auch auf die Edition an. Ich glaube, in Diamond, also in Eissturm ist es halt generell eine Windtechnik und in Feuersturm ist es generell eine Feuertechnik. Die können ja nur Gazelle und Torch erlernen, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich bin kein Pro, ihr merkt's, ne? Also ich kann nur etwas aus Erfahrung rein, ich kann aber auch falsch liegen. Ansonsten, geile Techniken, richtig starker Stürmer. Gazelle und Torch, beide ziemlich gut. Deswegen sind die auch in den meisten Teams wahrscheinlich irgendwann auch, deswegen sind die in den meisten Teams auch drin. Element Plus, ja, boostet nochmal Nordlichter und Wasserring und halt feuriger Eiswind. Gar nicht schlecht. Gut, kommen wir zu Xavier. Der hat Meteorklinge, Planetenhagel, Aurora und Photonenblitz. Ich wollte sagen Photonenblitz. Photonenblitz kostet recht wenig, ist aber dafür stark. Würde ich eher so im Mittelfeld einordnen von der Stärke her. Planetenhagel ist auch sehr nett. Meteorklinge ist halt auch so ein typischer Klassiker. Kennt man halt von Xavier, aka Xene. Aurora auch. Sieht von der Animation richtig strong aus. Das hat er mit Frost zusammen eingesetzt. Richtig cool. Also auch starke Techniken von Tonblitz. Würde ich... kostet wenig. Kann aber auch stark werden. Ist halt Stab, deswegen ist es gar nicht so schlecht. Kommen wir zu Metron. Er hat Kreuzpass, Warptunnel, Tempospurt und 3 Spurt. Kreuzpass ist nicht so geil. Kreuzpass verbinde ich eher mit Max aus Rayman, weil das ist die erste Technik, die Emma damals als Schuss gehabt. Daher... Kreuzpass ist nicht wirklich so eine starke Technik, kann man aber nutzen, warum nicht? Auch nicht so eine häufige Technik. Warp Tunnel ist so der Klassiker unter den Dribbling von den Gemini Storm und Epsilon. Tempospurt, ja, ist okay. Ist auch nicht allzu krass. Dafür ist der Dreispurt natürlich um einiges besser als der Tempospurt. Das sind beides Erdelemente. Erdtechniken. Ja, okay. Sehr, sehr verwirrend. Gut, kommen wir zu meinem Lieblingsspieler. Er hat Dunkeltornado, Dunkler Phönix, Kartenschuss und Gruselfratze. Was soll ich dazu sagen? Shadow ist einfach ein King. Nein, Quatsch. Also Dunkeltornado ist abgeleitet von tatsächlich von Feuertornado. Das hat er sich von Action abgeguckt, denn er lauert im Dunkeln und er guckt halt und stalkt, glaube ich. Dunkler Phönix hat er halt durch Dark Empress dazu gelernt. Kartenschuss hat er wahrscheinlich auch von seinen Teamkameraden gelernt bekommen. Und die Gruselfratze, ja, wie auch immer die gelernt hat, dachten sich vielleicht die Leute, ach ja, komm, das passt ja eher zu Shadow. Er ist so ein ja, hat ja schon Schatten im Namen. Nehmen wir mal Gruselfratze. Eine geile Blocktechnik außerdem, ne? Richtig geile Blocktechnik. Die ist ja auch neu in Inazuma Element 3 dazu gekommen. Und zwar von Minion. Also Minion hat die Technik eingesetzt. Also die Team Zuland haben die ja. Daher. Schöne Attacken. Dunkeltornado ist nicht wirklich strong. Also ich würde sogar, wenn man so nach Spiel und Anime gehen würde, würde ich sagen, Dunkeltornado ist etwas schwächer als der Feuertornado. Weil Axel und Feuertornado ist strong, schlägt alles. Nein, quasi. Und Dunkeltornado ist halt ein Abklatsch von Feuertornado. Da hat aber Shadowhold halt seine Dunkelheit reingebracht. Daher, stylisch gesehen, ziemlich geil. Aber ist nicht wirklich so strong. Dunkler Phönix
ist mega strong. Ist sogar ein Langschuss. Zumindest in Teil 2 war es ein Langschuss. Oder war das der andere Vögel? Oder war das Feuervogel? Ja, und Kartenschuss, wie gesagt, lernen nicht wirklich viele, halt nur Kartenspieler. Und Shadow ist mittlerweile jetzt ein Kartenspieler geworden. Ja. Kommen wir zu Smaraldo. Kenne ich persönlich überhaupt nicht. Daher gucken wir mal, was hat er denn? Er hat Durchbrecher, Element neutral, Multidefensive und Schwerkraftblock. Ja, bis auf Multidefensive ist der Rest nicht Stab, aber durch das Element neutral ist es gar nicht so schlecht. Durchbrecher gefällt mir halt persönlich nicht, aber das ist halt, ne, das ist eine typische Foul-Technik, wo man halt öfters faulen kann, wenn der Schiri nicht genau hinguckt. Ja, Schwerkraftblock, auch eine geile, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, Blocktechnik. Und Multidefensive ist auch wirklich strong. Also kann man gut für Blocker nehmen. Kommen wir zur Granato. Der erste Erdspieler, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, der hat wirklich viel Feuer- und Windspieler und Wald. Der einzige Erdspieler ist Granato. Mit Durchbrecher 2, Kaiserpinguin 2, Richterspruch und Durchschuss. Wo man sich denkt, Durchschuss? Moment, ist das eine Schusstechnik? Nein, es ist tatsächlich eine Verteidigungstechnik, die wirklich auch strong ist. Also die ist krass. Richtersprung ist auch echt strong. Eine sehr geile Blocktechnik. Kaiserpinguin 2, ja, ist auch sehr stark. Durchbrecher 2 ist stark. Besser als natürlich Durchbrecher. Aber wie gesagt, gefällt mir persönlich nicht, weil man halt damit zu viel fault. Kommen wir zum letzten Spieler und das ist Server. Er hat Wirbel, Tischplatte, Rambock und Synchrontritt. Die einzige krassen Techniken ist tatsächlich Synchrontritt. Das kennen wir auch. Die kam zum ersten Mal vor quasi, wo Thomas Feld bei Deck Emperors das eingesetzt hat. Eine sehr starke Waldtechnik. Er hat nur Wirbel als Stab. Und Wirbel, naja, Wirbel ist nicht wirklich gut. Tischplatte ist auch nicht so strong, ist aber stärker als Tischplatte. Tischplatte stärker als Tischplatte, yo, ich hab's. Tischplatte ist stärker als Wirbel, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, Wirbel ist teilweise, kommt schon ran an der Tischplatte, weil das halt Stab ist. Und Rambock, ja, ist halt auch eine sehr starke Verteilungstechnik. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Jetzt gucken wir uns mal das Ganze in der Übersicht an, was wir so alles haben. Und dann ziehe ich mein Resümee da ein bisschen raus. Sehr geile, sehr, sehr ausgefallen auch mal Kandidaten genommen, die ich persönlich gar nicht kenne. Ja, finde ich sehr gut. Ich finde es sehr gut, wenn mal so mehr Abwechslung ist, dass nicht immer nur die Standardkandidaten drin sind. Er hat zwar auch Standardleute, aber ich glaube, das ist nicht anders. Also das kann man nicht anders machen. Ich würde sagen, es ist schon ein sehr, 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 sehr solides Team. Einige haben sehr geile Techniken, aber dafür sprechen manchmal die Elemente nicht wirklich mit. Es sind wenige Leute, wenn man so auf den ersten Blick sieht, die wirklich Stab-Attacken hat. Schauen wir uns, Diamante hat überhaupt nichts. Bellatrix hat auch keine Stab-Attacke. Ja, der Rest sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ja. Ansonsten mit den Torwarts, George, naja, da würde ich glaube ich eher Server nehmen, wegen Synchrontritt. Aber beide sind Random-Spieler, beide sind jetzt nicht ultra stark. Aber er hat sich was getraut. Wenn er damit klarkommt, keine Frage, man kann immer noch den Leuten was anderes beibringen.
Daher, deswegen, ich gehe hier nur auf die Kernfähigkeiten oder Kern, also die, diese lernen und nicht, was ihr dazu packt, weil das würde ein wenig zu weit gehen. Weil ihr könnt natürlich sehr starke Techniken denen beibringen, um ihn natürlich ein bisschen zu pushen. Ihr könnt natürlich George halt Technik Plus geben, beziehungsweise hier, doch Technik Plus heißt das, und dann ist er schon wieder ein bisschen stärker. Dann ist er stärker als Server ohne Technik Plus. Und er hat nur Stab-Attacken. Das heißt, auch ein Tautaucher ist etwas stärker, aber trotzdem noch eine Lame-Attacke. Da ist Neustadt später schon ein bisschen stärker, aber kommt tatsächlich nicht an andere Techniken heran. Dann lernt man eben noch zum Beispiel die eisige Faust ist auf jeden Fall die stärkste Technik von den drei, die ihr nutzt. Der eisige Faust kann schon geil sein. Ja. Ansonsten, sehr ausgeglichenes Team. Ich finde es auch schön, dass auch Frauen dabei sind. Schön hat Bellatrix und mein Favorit Shadow. Aber das hat nichts mit der Bewertung zu tun. Ihr könnt ja selbst ja eigene Resümee ziehen, wie ihr so das seht. Ist halt interessant. Ne? Ist halt sehr interessant, das Team. Ihr könnt euch ja auch selbst ein Bild davon machen, von den Spielern, die ihr vielleicht nicht kennt. Einfach mal ausprobieren. Und ja, mehr kann man dann nicht zu sagen. Das war's nun mit der ersten Folge von Teamvorstellung. Daher bewerte ich halt nicht so wirklich so krass, deswegen ist das in Klammern. Denn es ist nur eine Teamvorstellung. Ich schaue mir das an und gebe meinen Senf dazu. Mehr ist es nicht. Wie könnt ihr quasi selbst ein Team einschicken? Ganz einfach. Ihr schickt mir, wie gesagt, am Anfang schon ein Screenshot von der Aufstellung und ein Screenshot von der Namensliste, also wo die 16 sind. Am besten guckt ihr natürlich, dass es alles im Fokus ist. Und falls ihr einen Namen habt, dann am besten auch noch reinschreiben. Ihr könnt natürlich von Inner Summit Level 1 bis Go 2 mir die Teams schicken. Ich werde das dann vorbereiten. Und den Anfang hat halt jetzt erstmal Team aus Teil 3. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Die Videos können halt bis zu eine halbe Stunde gehen. Und wir sehen uns hoffentlich dann bei den nächsten Teamvorstellungen hier in Inazuma. Beziehungsweise von euch. Ich muss mir noch das Ende irgendwann überlegen, wie es dann weitergeht. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Teamvorstellung. Also bis dann.